nochmal in die Türkei reisen? Ja. Hat es dir dort gefallen? War es schön? So schön war die Zeit, Frühstück an den Tisch gebracht zu bekommen. Jetzt müssen wir selber ran. Frühstück gibt's Haferdrink. Wir nennen das hier einfach Puffis. Ja, Puffis daheim. Genau. Mirjam befüllt jetzt hier alles. Unser neuer Kellner. Oh, ich helfe mal ein bisschen. Oh, da geht noch was. Die Mama hat doch Hunger nach dem Flug. Und das für dich, ne? Die Stunde der Wahrheit ist angesagt, Illo. Was denn für eine Stunde der Wahrheit? Hä? Einmal auf die Waage. Ja, hör doch auf zu singen, jetzt echt. Ja, klar. Ach, komm, ey. Zeig mal, wie viel du zugenommen hast. Ja, aber ohne Sachen, oder? Ja, klar, wir gehen ja immer ohne Sachen. Ja, komm, ey, dann lass mich einfach ausziehen. Gut. Jetzt. Alles klar. So, bitte draufgehen. Klar. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Boah. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich hab jeden Tag gefressen und alles. Und so ein Resultat? Aber wir sind auch mega viel gelaufen. Wahrscheinlich nicht wegen der Hitze oder sowas, ne? Ja, genau. Gibt's doch gar nicht. Dann nimmt man nicht zu. Ist das geil. Illo will euch unser Geheimnis zeigen. Ja, Mops sagt hier, sie will nicht, dass man weiß, dass, wie viel sie wiegt. Wir hatten hier Saftfasten, ne? Da sieht man quasi, dass ich da 90,3 gewogen habe. Vor dem Urlaub am 10.7. war es doch 92,7. Ich habe sogar abgenommen. Fast ein Kilo, das gibt's doch gar nicht, oder? Nee, es geht mir nicht weniger um mein Gewicht, sondern es geht mir darum, dass die Leute sehen, wie bescheuert wir sind und unsere Gewichte aufschreiben. Ja, schon seit 2012 oder sowas machen wir das. Ja, komm. Ja, wir frühstücken jetzt. Ach, die Mama kriegt den Kleinen. Nee, da sitze ich ja, ne? Ja, genau. Hier sitze ich. Sollen wir dann tauschen, Jan? Komm hier, gibt's Milch? Hast du Milch schon? Auch nicht. Komm, wir geben dir mal Milch. Papa hilft dir. Milch erst. Möchtest du das selber machen? Ja. Hier, bitteschön. Okay, so reicht das schon. Das reicht schon, super. Super. Guten Appetit. Wir hören aus der Ferne eine Sirene. Wir wissen jetzt nicht, ob das einfach ein Signalton ist, ein Warnton ist, der jetzt nur einfach getestet wird. Die Sirene heult schon wieder. Wir wissen gar nicht, was los ist. Ich muss sagen, ich finde es schon beunruhigend. Jetzt ist so ein Dauerton. Wir holen jetzt mal die Koffer ab. Die liegen noch unten im Auto. Zwei haben wir gestern mitgenommen. Gut, dass ich tatkräftige zwei Hände habe, die mitkommen. Also. Mian, wie steht es um unseren Gemüsegarten hier draußen? Ja, sieht mager aus. Raus mit dem Kopf. In ein paar Tagen richtig einen Schuss gemacht. Ja, und hier sieht alles aus wie Sau. Ich habe jetzt schon mal eine Runde hier gesaugt, sonst könnte man gar nicht langlaufen. Aber man sieht echt, dass hier auch ein bisschen gut Regen runtergekommen ist. Hier ist alles schmutzig, hier ist das Regen drunter gekommen.
Da können wir noch alles schön sauber machen. Aber toi, 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 besser so, als wenn man da richtig Schaden hat wie andere Leute. Ja, Tomate, ne? Guck mal, hier sind schöne Tomaten richtig gewachsen. Die sind auch alle nur grün, die brauchen Sonne. Ach, guck mal, ich sehe gerade. Cool, hier sind schon zwei Paprikas. Guck mal. Eine und zwei. Nicht anfassen. Ach so, sorry. Ich wusste mal nicht, was das ist. Ach, guck mal, und da ist eine Gurke. Ja, eine Gurke ist da. Ich muss mal gucken. So. Ja, unsere Nachbarin Papa! Ja, die kannst du später essen, ne? Unsere Nachbarin hat hier allerlei zu gießen. Und guck mal, unser eigener Blumenbott steht unter Wasser. Das sieht auch mal richtig lecker aus. Eine richtige Jauche. Die Bohnen sind nicht mehr zu retten. Es liegt an dem Blumentopf, der kann wahrscheinlich nicht ablaufen. Ja, die darfst du später essen, mein Schatz. Na, wir gucken mal einmal hier. Wie sehen denn Zucchinis aus? Ach, guck mal, hier haben wir auch schon eine Zucchini. Cool. Wir haben gerade hier mit unserer Nachbarin gesprochen, die unsere Blumen gegossen hat. Die war gerade unten. Ich habe sie gefragt, wie sie so aussah. Das ist auch eine Zucchini, Mian. Und sie sagte ja, bei uns war jetzt nicht so viel, aber der Nachbarparkplatz, da nicht, wo unsere Autos stehen, der sei wohl auch bis zur Mauer hochgelaufen. Und wir sind zum Glück bis jetzt nicht betroffen. Wir sind sehr dankbar dafür. Bei dem Auto gestern in Köln wussten wir nicht, was auf uns zukommt. War auch nichts gewesen. Ja, das ist auch eine Gurke. Und ja, da ist auch eine Gurke, Mian. Und heute Nacht sind wir noch in den Keller gegangen, haben da einmal geguckt und ist auch alles trocken gewesen. Ja, wir fahren jetzt gleich noch zum Wohnwagen und checken dort mal die Lage. Wir hoffen, dass da auch nichts ist. Jetzt kommen wir zum unangenehmen Teil des Urlaubs. Jetzt heißt es Koffer auspacken. Ich wollte euch einmal unsere Wäsche zeigen, die wir durchwaschen müssen. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass wir echt so viel Wäsche haben. Ich muss aber zugeben, da sind halt auch die ganzen neuen Sachen bei, die wir gekauft haben. Und die wasche ich immer einmal durch vorher. Wäsche Nummer 1, los geht's. Boah, da kommt der Koch. Sieht unser Kochlöffel nicht gut aus. Heute machen wir nur eine Linsenbolognese. Wir haben keinen Bock, hier großartig was zu machen und die essen wir eigentlich sehr gerne. Wir haben ja genug zu tun, Koffer auspacken und Wäsche waschen, Wäsche aufhängen und wir müssen gleich auch noch eine Runde einkaufen. Ich kann euch mal unseren Kühlschrank zeigen, hier ist wirklich Ebbe drin. Wir haben halt vorher geguckt, dass wir Reste essen machen, das Praktische daran, dass er so leer ist, da konnte ich ihn halt vor dem Urlaub nochmal richtig auswaschen. Ich sehe gerade Elo, der fummelt hier an sein Handy und fragt ihn, was machst du hier? Und guckt hier bei Last Minito, wir sind heute Nacht angekommen. Nur mal gucken, ne? Ich habe auf jeden Fall Wetterbericht gesehen bei uns. Sieht echt sehr, sehr miesen aus. 21 Grad Regen. Das wollen wir nicht. Nee. Bitte nicht. Nee. Guck mal, jetzt scheint zwar hier ein bisschen die Sonne, aber es ist echt traurig. Wir haben Sommer und dann hast du so ein Wetter. Ja, wir wünschen uns schöneres Wetter. Und wenn dann hier wieder nur Regen ist, das ist echt schon frustrierend. Vor allen Dingen, wenn er echt nur ein paar Wochen Urlaub im Jahr hat. Wird der den Schrank wieder offen stehen lassen? Guten Appetit. Oh. Die Mama. Ja. Ups. Nicht machen. Wer den anderen eine Grube tape, ich möchte nicht. Tritt meistens selbst hinein. Das kannst du sofort löschen. Okay, das können wir verwenden. Mian hier zu Hause. Landwirtschaft. Was ist denn da, Mian? Und was hat der hinten dran? Ein Anhänger. Genau, richtig. Cool. Und eine Petsche. Aha, und was macht? Der hat eine Rundballenpresse, ne? Wir sind jetzt auf dem Weg zum Wohnwagen und hoffen, dass da alles in Ordnung ist. Wir haben schon viele Bilder und Videos gesehen, also es ist echt traurig, was da passiert ist. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall einmal die Lage checken. Ich glaube nicht, dass irgendwas ist, aber wir wollen uns einmal vergewissern. Der Mais auch geschossen ist. Ja, der ist hoch, ne? Wahnsinn, ist alles geschossen in letzter Zeit. Hey, guck mal. Oh, sieht aber gut aus. Das ist doch unser Liebling. Haben wir jetzt überhaupt den Schlüssel mit? Ja. Das sieht gut aus. Ich muss sagen, es ist jetzt innerhalb von kürzester Zeit alles so gewachsen. Da vorne ist auch Mais, der ist auch richtig hochgeschossen.
Und so Balkonpflanzen auch. Überall. Ja, die sind Brennnesseln sind jetzt überall, ne? Genau. Ja, da auch. Ja. Aber Hauptsache, der Wohnwagen ist trocken. Da auch. Also es sieht aus, als wenn hier nichts gewesen ist. Wir gehen gleich mal rein und gucken auch. Ordnung. Ja, komm, wir gehen mal rein und gucken mal. Weil da würden wir am ehesten sehen, wenn da Feuchtigkeit gewesen ist. So. Mal rein, nee, sieht wirklich alles gut aus. Nee, alles gut. Da. Schlafen? Oben oder unten, Mian? Oben kann man auch schlafen. Hey, mach doch mal ihr Licht hier rein. So, ja, das sieht doch gut aus. Guck einmal hier. Das Haus. Da könnte der mit Feuchtigkeit. Nee, alles gut, Jolo. Also geht's da nach Ferienwohnung? Ja, zum Glück. Zum Glück. Ja, haben wir wirklich Glück gehabt. Bin ich auch froh drüber. Zu den Karton. Abschließen. So. Da klappt doch. Jupp, ist. Voller Steine. Voller Steine ist der. Sollen wir den aber wieder anziehen? Das ist besser. Nein. Voller Steine, ey. Kann man immer ziehen, bitte. Möchtest du auch wieder anziehen? Nein. Nein? Genau, das ist das. Damit die Ziegen nicht nass werden. Da haben die ein Dach über dem Kopf. Ne? Genau, guck mal, da sind die Ziegen. Da ist die Ziege. Da ist. Willst du mal auf den Arm? Brauchst du keine Angst haben? Guck mal, die Ziegen haben Angst. Sonne gar nicht stark, leider. Aber die Sonne ist da, oder? Ja, die ist jetzt ein bisschen da. Aber sie könnte mehr da sein. Und könnte wärmer sein. Ein Partymeer-Auto. Noch ein Partymeer. Gut siehst du aus, das muss ich erwähnen und du bleibst doch noch hier oder willst du schon gehen? Warum bist du eigentlich Mops und warum bin ich Illo? Ich könnte ja auch Mops sein. Weil ich das Möpschen bin. Hi, wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Katzelein. Katze. Katze. Schön vorsichtig, ne Mian? Schön vorsichtig. Katze. Mich hochnehmen, ne? Katze. Katze. Die Türkei reisen? Ja. Hat es dir dort gefallen? War es schön? Ja, wir machen das nicht nochmal. Katze. Ach so, machst du nicht nochmal die Katze ärgern? Ja. Ey, was war denn jetzt hier los? Oh, ich bin total gefroren im Laden. Ich muss jetzt hier ganz schnell raus. Oh, da ist sie wieder, die Sonne, ne? Ja, aber die geht jetzt unter und hat gar keine Kraft mehr. Wieder zu Hause. Ja. Draußen gefroren. Oh, das ist so ganz schön kalt hier, ja, ne? Ja, ist echt frisch. Und wenn du dann hier nur kurze Hose und Top und die Sonne geht unter. Was? Ja, trinken. Wer soll was trinken? Ich soll was trinken? Ja, ja, ich. Du oder ich? Ich. Okay, gut. Kleine muss was trinken. Wäsche Nummer 2. Das ist jetzt die dritte Maschine. So, auch dieser Tag geht zu Ende. Mian spielt noch ein bisschen mit Legos, baut noch eine Mauer. Bis dann.